Lissi, wie tief machst du das Loch? Schon, also doppelt so groß wie der Baum. Wie der Ballen? Baumwurzel. Okay. Wir haben ein Gitter reingemacht. Wir haben das Buddelgitter reingemacht, dass die Wühlmäuse von unten nicht die Wurzeln anfressen. Okay. Und da habt ihr jetzt Erde drauf geschüttet und jetzt kommt der Ballen drauf. Genau. Ihr habt jetzt das Wühlmausgitter umgeschlagen. Auf was muss man da achten? Das sollte halt möglichst weit weg von dem Pflanzballen sein, damit die Wurzeln halt Platz haben. Ja, und halt umschlagen, dass es ungefähr die Höhe von der Erde hat, von der Oberfläche hat, dass es oben nicht so rausguckt. Und das ist unverzinktes Material, oder? Genau, damit es innerhalb von 5, 6, 7 Jahren so weit rostet, dass die die Wurzeln nicht behindert werden beim Weiterwachsen, beim sich ausdehnen. Und die Wühlmäuse kommen nur von unten dran, also die würden jetzt nicht von oben da reinklettern? Ja, genau, die kommen einfach nur von unten von der Erde und laufen nicht oben drauf, deshalb. Was macht ihr da jetzt gerade? Wir machen gerade einen Gießwall. Unsere Eberesche, dass das Wasser nicht abfließt. Weil die Bäume jetzt gegossen werden. Genau, die Bäume werden jetzt gegossen. Okay. Dann bringt ihr aber nicht viel. Ja, das ist schick, glaube ich, das ist uns zu viel. Alles Vertrauenssache. Was macht ihr da jetzt für ein Gitter drumherum? Wir machen Schutzgitter drum, damit die hungrigen Tiere, die hier so vorbeikommen, den nicht anknabbern, die Bäume. Okay. Oder hungrigen Menschen. Günther, kannst du kurz erklären, worauf man achten muss, wenn man den Baum festbindet? Also man muss darauf achten, dass der Baum schon fixiert ist und nicht bei Wind gegen die scharfkantigen Abgrenzungen geht, aber auch nicht so fixiert ist, dass er beim Wachsen also dann irgendwann eingeschränkt ist und dass das Seil im Grunde genommen in den Baum einwächst, weil es dann zu Verschnürungen kommt. Das heißt, er kann sich jetzt hier frei bewegen, aber nicht so frei, dass er dann oben verwundet wird durch die Einzäunung. Und gibt es da Tricks? Machst du da, es sieht so aus, als ob du da so Achten drum legst. Ja, genau. Es ist wichtig, dass man halt den Baum von allen Seiten fixiert, aber locker fixiert, dass er sich bewegen kann. Und wie du siehst, der ist jetzt von allen vier Seiten ist er fixiert, aber frei fixiert. Hey.